Moin, moin und herzlich willkommen zum Kerbal Modding Mittwoch. Diesmal mit Unmanned Tech Before Tech. Das Mod Unmanned Tech Before Tech, wie der Name schon sagt, sorgt dafür, dass ihr im Forschungsbaum die unbemannte Raumfahrttechnik vor der bemannten Raumfahrttechnik bekommt. Also wenn ihr euch erinnert, der normale Tech-Tree, da habt ihr am Anfang eine Kapsel und einen Booster und die ersten Experimente. Und so war es ja gar nicht. Wenn ihr euch an die richtige Raumfahrt mal zurückerinnert oder an die Geschichte der Raumfahrt, dann war es so, dass das Ganze mit unbemannten Probes eigentlich angefangen hat. Das heißt, als erstes wurden Raketen hochgeschossen, die auch einfach wieder runtergekracht sind, weil sie gar nicht recovered werden konnten. Und aufgrund dieser Forschungsergebnisse ist man eigentlich dazu gekommen, dass man das weiterentwickelt hat, irgendwann die Probes auch oder Teile der Probes zurückgeholt hat mit Forschungsergebnissen und aus den Forschungsergebnissen dann quasi darauf aufbauend Raketentriebwerke entwickelt hat und auch die Möglichkeit entwickelt hat, Kapseln hochzuschießen, bis es dann eben dazu kam, dass man irgendwann den ersten Menschen im Weltall hatte, Juri Gagarin in dem Falle, und beziehungsweise den ersten Menschen, der ja, im Weltall war und in Orbit geflogen ist sogar in dem Falle. Und der Weg wird quasi dargestellt durch Unmanned Tech Before Manned Tech. Das Ganze gibt es als sehr großes Mod-Paket, das sehr viele andere Dinge auch noch rebalanced. Das würde den Rahmen des Modding-Mittwochs jetzt aber ein bisschen sprengen. Deshalb habe ich mich für eine kleine Subvariante entschieden. Also das heißt einfach Unmanned Tech Before Tech. Nimmt man das komplette SETI-Rebalancing, ist das ein bisschen mehr. Da gehören ganz, ganz viele Mods mit dazu. Aber wie gesagt, da müsste ich euch noch ungefähr 20 Mods, die dazugehören, vorstellen. Deshalb habe ich mich für die kleine Variante entschieden. Was passiert? Das Ganze hat natürlich nur eine Auswirkung, also wenn wir jetzt nur von dem Tech-Tree-Mod reden, auf den Science-Modus und den Karriere-Modus. Ich habe jetzt hier einfach mal eine frische Karriere gestartet. Und ihr seht jetzt im ersten Fenster, wo ihr normalerweise schon gewisse Sachen habt, haben wir jetzt eine sehr überschaubare Anzahl an Dingen. Ihr habt interessanterweise halt sofort einen Probe Core, das heißt, das kann sofort losgehen. Ihr habt eine Nose Cone, eben alles in der passenden Größe, ihr habt ein bisschen Strom, ihr habt einen kleinen Booster, um was hochzuschießen und ihr habt so ein paar Messinstrumente. Das ist im Prinzip, ich sag mal so auf Kerbal Space Programming reduziert, das, was man braucht, um Sounding Rockets zu bauen, also Höhenmessraketen. Wir hatten das Thema im RSS-Livestream ja gehabt. Also quasi kleine Feststoffraketen, also das sind ja hier bei uns in Kerbal Space Program dann quasi diese Solid Fuel Booster, mit denen ihr erstmal erste Experimente nach oben jagt und ihr habt natürlich eine Antenne, um das zurückzufunken. Denn, wie euch vielleicht auffällt, ihr habt am Anfang noch keinen Fallschirm. Das heißt, diese Probes sind auch weg, wenn ihr die verschossen habt. Das heißt, ihr messt ein paar Sachen, schießt das irgendwo hin und bekommt die ersten Science-Punkte. Dann könnt ihr loslegen und habt quasi zwei Richtungen, die ihr gehen könnt. Das eine ist Engineering. Engineering gibt euch dann ein paar zusätzliche Bauteile, also externe Batterien, andere Probe Cores, einen ersten externen Sitz, obwohl ich jetzt noch nicht empfehlen würde, den zu benutzen, weil ihr habt halt immer noch keinen Fallschirm und das ist relativ ungesund, habe ich gehört, wenn man ohne Fallschirm wieder runterkommt. Leitern und so weiter und auch die ersten Bauteile, um zu beginnen Rover zu bauen. Auch das kommt hier sehr, sehr zeitig, eben weil es geht darum, dass unbemannte Technologie einfach früher da war, weil es nicht so riskant war, wie wenn man Menschen reinpackt. Das Ganze kann man dann noch weiter forschen, eben in Structural Parts. Also das ist hier, ne, einmal vier Punkte, dann ein Punkt. Dann habt ihr noch so ein bisschen Bauteile, so das typische Zeug, was ihr halt kennt, um einfach Konstruktionen zu bauen, zum Beispiel einen funktionsfähigen Rover. Und auf der anderen Ebene habt ihr die Basic Rocketry für 12 Punkte, wo es dann quasi losgeht und ihr die ersten steuerbaren Raketentriebwerke bekommt, beziehungsweise nicht mal steuerbar, das Reliant ist es nicht, sondern ein Liquid Fuel, also ein Flüssigtreibstofftriebwerk. Ein bisschen mehr Control Winglets, ein bisschen größere Tanks, die gibt es dann aber auch gleich in allen Größen. Da werdet ihr euch auch erinnern, im normalen Tech Tree werden die erst nach und nach freigeschaltet. Die kriegt ihr hier relativ schnell auf einmal und eben Decoupler, um Raketen auch tatsächlich in mehreren Stages zu bauen. Das heißt, bis hier sind wir jetzt immer noch, wenn ihr nicht gerade einen Selbstmord-Command-Seed ranschraubt, immer noch in dem Bereich, wo quasi ein Kerbal nicht überleben kann, während er eine Rakete fliegt. Das ändert sich dann im nächsten Schritt mit Survivability, das bekommt ihr hier unten. Da sind jetzt Fallschirme mit drin, beziehungsweise Mehrzahl ist auch falsch, da ist der erste Fallschirm mit drin.
ein bisschen mehr Batterien, ein bisschen Kleinkram. Also ihr seht, jetzt kommt hier plötzlich eine Fuel Cell, es kommen Dinge einfach an ganz anderen Positionen, weil sie sich eben mehr daran orientieren, wie es wirklich war in der Reihenfolge. Hier in der Mitte gibt es entsprechende Flugzeuggeschichten, weil Flugzeuge gab es dann natürlich relativ zeitig, die waren natürlich auch schon vorher da. Das orientiert sich dann eher so an Jetflugzeugen. Das war ja auch ein Thema, was nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise in Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg und dann danach wurde die Technologie von den Amerikanern und den Russen übernommen und weiterentwickelt, aufkam. Deshalb kommen hier dann quasi also alles, was irgendwie sich so rund um Flugzeuge dreht, die ersten Turbinen und dann eben Modular Wings, um das ganze Thema Flugzeuge noch ein bisschen zu erweitern. So, hier oben geht es immerhin weiter dann Richtung General Rocketry und dann kommen wir langsam der Sache auch wieder näher, wie es im normalen Tech Tree wäre, aber auch da sind immer wieder kleinere Modifikationen drin. Und der interessante Part ist, wann kriegt ihr eigentlich den ersten Command Pod? Und das ist hier in der Reihe mit den 45 Punkten, bekommt ihr hier unten, wenn ihr diesen beiden Wege gegangen seid. Also ihr müsst über Engineering euch erst die Flugzeugteile holen und Survivability. Und daraus resultiert dann der Zugang zum ersten Command Pod auf 45 Punkten. Und das ist schon eine sehr drastische Änderung des Tech Trees. Da ihr normalerweise diesen Command Pod direkt am Anfang habt. Aber es entspricht halt letzten Endes dem, wie die Forschung oder die Raketenforschung auch abgelaufen ist. Solche Revamps des Tech Trees findet man auch ganz stark natürlich in dieser ganzen Real Solar System, Realism Overhaul Geschichte mit drin. Aber Unmanned Tech, Before Manned Tech kann man eben auch als Einzelmodul rausnehmen, ein Modul sage ich immer wieder, als Einzelmod natürlich, also als Modification, da kommt es ja her, rausnehmen und für sich alleine mit dem Stock Kerbal Space Program oder den Mods eurer Wahl betreiben, denn ich denke, nicht für jeden ist das Real Solar System was, weil da die Anforderungen doch schon massiv steigen und es sehr viel schwieriger wird, in den Orbit zu kommen. Aber trotzdem hat ja vielleicht der ein oder andere von euch das Bedürfnis, eigentlich seinen Forschungsbaum eher so zu gestalten, wie echte Raumfahrtforschung auch stattgefunden hat. Und wenn ihr das tun wollt, dann könnt ihr dafür eben den Unmanned Tech, Before Tech, Before Manned Tech Mod hernehmen. Und den Link zum Mod findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich linke euch direkt zum Forenpost. Da geht es um das Gesamt-SETI-Rebalancing-Konstrukt. Und wenn ihr da ein bisschen runterscrollt, findet ihr eben auch den Verweis auf Unmanned Tech Before Tech Module Only. Ich kann euch da nur empfehlen, nehmt einfach CCAN her. Ich werde nächste Woche, weil ich es jetzt so oft erwähnt habe, nehmt einfach CCAN dafür. Ich hoffe, dass ich es zeitlich hinbekomme, aber nächste Woche möchte ich euch dann gerne mal CCAN vorstellen. Wie funktioniert das eigentlich? Was macht das? Also das ist im Prinzip ein Programm, um Mods zu installieren in KSP und abgeupdatet zu halten, gerade wenn man größere Konstrukte hat. Und das werde ich euch nächste Woche mal zeigen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Unmanned Tech Before Manned Tech. Das wird mit der Zeit ein ziemlicher Zungenbrecher übrigens, wenn man es ein paar Mal gesagt hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder im Modding-Mittwoch mit einer kurzen Vorstellung von CCAN, wie ihr damit eure Mods besser und eleganter verwalten könnt. Und bis dahin sage ich, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.